Nachdem Yalan bei dem Turnier der schwarzen Sonne viel gewonnen hat und dann am Ende doch den Erzdämonen unterlag, steht ihr nun gemeinsam im Palast von Galotta. Mit List und Trug habt ihr euch einen Zugang zum Aquädukt verschafft und seid in verschiedenen Rüstungen und Roben hineingeschlüpft. Der Weg zur Schatzkammer war somit lächerlich einfach. Auch dort angekommen, reichte eine simple Unterschrift, damit ihr Zugang zu dem Insanktum der Alchemie bekamt. Jetzt steht ihr vor der Gulemiden Tür zum Herz der Anlage und seid damit kurz vor dem Ziel. Und damit beginnen wir. Man schaut Amenelaos an, der da vor sich hin wischt und gleichzeitig die Tür anstarrt und schaut immer wieder mal etwas hektisch zurück zur anderen Tür, wo die Wachen hinter sind. Und hofft, dass Amenelaos bald fertig wird, will ihn aber nicht stören. Ich glaube, ich habe es. Ich habe nochmal genauer nachgeschaut, um sicher zu gehen, aber. Ja, ich bin mir sicher, ich weiß das Spruchwort jetzt. Ihr sollt euch sicher sein. Deswegen habe ich noch ein, zweimal nachgeschaut. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Spruchwort ist. Außer es ist eine sehr schlaue. Los jetzt. Umweisung. Wir reden hier von Galotta. Genau, aber ich habe keine Spuren einer Falle entdeckt. Ich denke, der Golem selbst ist die Falle. Sorry, ignoriere die Probe. Und dann, mach den Weg frei. Gut. Ignis Adapeniotur. Die Tür öffnet sich. Wie von alleine schwingt sie beiseite und ihr könnt in einen dunklen Raum starren, der sich jetzt wie von Geisterhand langsam erleuchtet. Dutzende von Kerzen, die beginnen zu schweben und euch einen Blick in das arkane Labor schweifen lassen. Ein paar Kristallkugeln, die jetzt anfangen zu glimmen, ein paar mysteriöse Bodenlinien mit Zeichen, die vor allem Ömer entziffern kann. Es handelt sich dabei um Zayat, die dann verschiedene Regale ausleuchten, auch beschreiben. Darauf könnt ihr ein paar Schriftrollen erkennen, ein paar Eisenschränke. Der Rest wird noch von eurem Blick verborgen. Es sind noch weitere Fallen da. Bevor ich den Raum die Tür durchschreite, beziehungsweise den Golem durchschreite, würde ich mir nochmal den Boden direkt in der Tür angucken, ob da irgendwie eine Linie ist. Wie auch mal. Ja, die Symbole beginnen hier. Du kannst auch erkennen, wenn du dir das jetzt nochmal genauer ansiehst, wie der Türrahmen aus Kupfer gearbeitet ist. Auch der auf der Innenseite mit einigen Schriftsymbolen, einige Linienzacken drin, die auf den ersten Blick keinen Sinn ergeben, auf den zweiten allerdings dann dämonische Schriftarten ausfüllen. Glyphen. Die Tür selber, wie gesagt, aus Holz. Ich halte den Oculus noch ein wenig aufrecht und möchte mich einmal umschauen, ob irgendwo etwas offensichtlich magisch Fallenartiges ist. Weitere Fallen kannst du mit einer Sinnschärfeprobe, sie sei dir geschenkt, nicht erkennen. Aber der ganze Raum ist wohl weiterhin magisch. Arcanium-Kerne, die darin liegen, ein paar Pyramiden, so kleine aus verschiedenen magischen Metallen, die sich da auf den Regalen aufbahren. Ein paar knisternde Blitze, die dann von diesen Pyramiden in alle Richtungen springen, aber ob das dann Magie ist oder Alchemie, ist dir erst einmal nicht ganz klar. Zumindest kein Fall. Wahre Schatzkammer der Kuriositäten. So ziemlich alles darin ist magisch. Ich sehe keine Fallen. Aber ihr solltet nichts berühren. Und wir suchen ja nur eine spezielle Kuriosität. Könnt ihr sie schon sehen? Nicht von hier aus. Müssen wir wohl eintreten. Wer geht zuerst? Ihr. Natürlich. Ihr schafft das schon. Auf. Ich folge euch direkt. Ich habe nochmal kurz die Augen auf, gehe dann mit einem tiefen Atemzug und einem kräftigen Schritt hindurch. Erstmal passiert nichts. Ich gehe nochmal kurz nach links und rechts. Offensichtlich bin ich von keinem magischen Blitz getroffen worden. Ich schaue über die Schulter zu meinen Kameraden und deute ihnen mit der Hand, mir nachzufolgen. Dann schreite ich langsam im Raum, die Hände möglichst bei mir behaltend. Und sehe erstmal in alle Ecken hinein. Ich schaue mich sehr neugierig um. Ja, bewegt auch gerne eure Token, wenn ihr euch dort bewegt. Das könnte natürlich wichtig werden.
in der Halle der Kraft. Ich bekomme dann von jedem, der eintritt, eine Sinnenschärfeprobe. Sie ist erschwert um Neugier. Denn in diesem Raum befinden sich allerlei kurioses Zeug, vor allem viele Bücher in verschiedensten Sprachen, die auch beim allerersten Blick schon unglaublich interessant auf euch wirken, auf den Torgoscher und auf Torgosch, den Xordoscher Drachenkrieger, nicht so sehr viel Drachenmagie ist dabei. Dein Blick bleibt so ein bisschen an ein paar Schuhen oder einer Schuhschachtel kleben, reich verziert, mit einem, ja, wenn du mal reinschaust, so mit deinen schwieligen Fingern mal die Schuhschachtel öffnest, kannst du darin ein paar grüne Lederstiefel mit ein paar Vogelschwingen daran erkennen. Merkwürdig. Ja, ich versuche es so schnell wie möglich wieder hinzulegen und versuche meinen Blick erstmal auf Ömers Rücken zu fokussieren, weil schon der Vorraum hat ihm ja den kalten Schweiß den Rücken runterlaufen lassen und versucht jetzt erstmal sich auf etwas zu konzentrieren, wo keine Drachenmagie ist. Also wählte erstmal Ulmas Rücken als seinen Blickpunkt. Ja, bei Abelmir kannst du vor allem erkennen, und ich muss gerade gucken, die andere Probe. Ja, Abelmir und auch der andere Magier, Iolaos, streifen gerade mit ihren Blicken über so ein paar Bücher. Magie des Stabes, Artefakte Alchemiker, ätherisches Geflüster. Vor allem bleibt dann Abelmirs Blick an den Erschaffungsthesen für Lehm, Holz, Stein und Eisengolems hängen, die hier in nahezu Perfektion aufgelistet sind, mit einer feinen Handschrift von jemandem aufgeschrieben, der hier weiß, was er wohl tut. Vielleicht kann er das selbst. Ich habe die Bücher so aufgeschlagen, oder? Erst einmal hängt dein Blick drüber, hast so die Titel analysiert, das eine Buch mal weggeschoben und dann siehst du wieder, wie gesagt, die Pergamente mit den Erschaffungsthesen liegen. Ich reiße meine Finger sehr entsetzt zurück vor diesem Inhalt. Was ist das? Schwarze Magie. Nun gut. Beim Dämonenkaiser konnte man nichts anderes erwarten. Ich schiebe die mit spitzen Fingern dieser Buch- oder die Pergamentrolle wieder in das Regal zurück. Dass er hier wohl aufhört, die Bücher zu befingern. Kommt. Ömer, vor dir kannst du ein, zwei Arbeitstische weiter, ein bisschen unaufgeräumtes Arbeitsgerät liegen sehen, aber das Siegel, die Signatur, die wirkt dann doch sehr interessant auf dich. LVH. Bauzeichnung. Vier große Bauzeichnungen, vor allem sehr, sehr mechanisch, sehr feinmechanisch, irgendein großes, mächtiges Konstrukt gewaltigen Ausmaßes. Du kannst eine kleine Legende darauf finden, das Ding muss meilengroß sein. Wobei hier auch nur ein Bruchteil von dem dargestellt wird. Und wie gesagt, es ist verteilt über mehrere Bauzeichnungen, vier Stück, die du jetzt nach und nach erkennen kannst. Das sieht so aus wie eine fliegende Festung. Geschützarsenale, Artefaktbatterien, Truppenhabitate. Das aussieht wie Zeichnungen, schätzt immer da das magische Potenzial von sehr gering ein und wird gleich nach Möglichkeiten suchen, wenn er zum Beispiel, wenn das hier zum Beispiel auf diesem Tisch liegt, dass er, wenn wir irgendwie weiter in den Raum eindringen, er sich hier irgendwo so positioniert und dann gleich irgendwann heimlich anfängt, das Zeug zu falten und einzustecken unter seiner Robe. Ich glaube, die Taschendiebstahlprobe hast du sowieso schon gewürfelt. Den habe ich auch so auf 3 oben gewürfelt. Passt. Dann hätte ich 10 Punkte. Die anderen sind abgelenkt genug. Keiner hat mehr als 7 Sternchen über in der Sinnschärfeprobe. Kannst du da so unbemerkt einstecken, wenn du magst. Immer wird das einfach mal versuchen. Er faltet das so ein bisschen knack, 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 knack zurecht, wenn das die anderen gerade irgendwo herlaufen, sich andere Dinge auch anschauen. Und dann sind diese Bautischzeichen unter seiner Robe verschwunden. Torgosch bleibt dann vor einem großen Eisenschrank stehen, der wohl zwergischer Bauart ist. Da könnte sicherlich einiges reinpassen. Versuch mir erstmal die Seitenwände anzugucken, ob ich direkt erste Fallen finde, weil bei Zwergen muss man vorsichtig sein. Mhm. Also bevor ich ihn öffne. Möchtest du sowas wie Mechanik würfeln, um mal reinzuschauen? Oder was stellst du mir da so vor? Fallen schnell? Ja, mein erstes wäre auf jeden Fall erstmal so mit der Hand den Schrank abzufahren. Aber ich komme vermutlich nicht an diesen oberen Teil vom Schrank ran, richtig? Von größentechnisch her? Größentechnisch nicht, nee. Ja gut, dann schaue ich mich mal um. Die anderen sehen aber auch sehr beschäftigt aus, richtig? Die haben überhaupt keinen Blick für das, was du da jetzt tust. Scheiße.
Ja, dann versuche ich mal, mich an meine alten Mechanikertage zu erinnern und das Wissen meines Großvaters in meinem Kopf wiederzufinden. Was hast du auf Fallenstellen? Ich glaube, ich habe gar kein Fallenstellen. Hast du gar nicht aktiviert? Nee. Na, dann brauchst du Hilfe. Zumindest kannst du keine, Zwerge sind halt gewieft, die verstecken das dann klein, irgendwelche Armbrustbolzen oder sowas, was man dann als Miniaturvariante da einbauen kann. Verdammt, man erinnert sich nicht mehr an die ganz alten Tage von damals. Ich versuche erstmal im unteren Bereich des Schrankes weiter was zu finden. Ich gebe mich sofort auf. Ich mache das erstmal 5-6 Minuten, bevor ich da weitere Schritte einleite. An welchem Schrank bist du denn? Ich positioniere mich halt an dem Tisch, wo ich ja gleich was machen möchte. Das weiß ich nicht. Welchen Schrank meinst du, den hier zum Beispiel? Ja, such dir einen aus. Ja, würdest du immer vermutlich meinen Rücken sehen, wie der Zwerg irgendwas murmelt, wie, ach, das gibt's doch gar nicht, das musste doch hier unten links sein, das ist immer unten links, natürlich ist das unten links. Immer scheint gerade selber abgelenkt zu sein. Jalan, beziehungsweise Jerodin, hat gerade seinen Blick auf einen Sarg geworfen, der wohl aufgebahrt dort steht. Die Außenseiten sind verziert mit weiteren magischen Linien, die auch leicht leuchten und glimmen. Darin eine nackte, aber formlose Frau. Du kannst keine Brustwarzen daran erkennen, auch das Gesicht ist ungeformt, es gibt keine Haare an der, drauf. Sie ist einfach ungeformt, wie eine Puppe, möchtest du sagen, trotzdem menschengroß und lebendig. Schau doch mal kurz rein, reiße da meinen Blick ab und suche mir irgendwas anderes zum Ansehen. Ich habe von seltsamen, unförmigen Dingen in der Vorkammer schon genug gesehen. Doch, sieht irgendjemand unser Ziel? Könnte hier diesen Zwergenschrank sein, ich bin mir nicht ganz sicher, hat irgendwer Ahnung von Fallen? Abdulon? Moment. Ja, ich komme. Ja, da oben, kannst du mal oben gucken? Ich kann das nicht genau sehen, ob da irgendwelche Drähte oder ähnliches herausstehen. Ich schaue mal, wo er so hindeutet. Wie du merkst, er zeigt auf den oberen Teil vom Schrank, wo er nicht drankommt. Oben, da musst du ran, Ömer. Ja, ein der Schemel, der hier vielleicht steht, zieht man auch daran und steigt da drauf, weil immer ist zwar 1,80 groß, aber der Schrank könnte ja noch ein bisschen höher sein und schaut dann auch mal da oben entspannt hin, ob da irgendwas Wichtiges ist, Frosty. Wenig Staub. Wenig. Könnte man natürlich mit sowas wie einer Mechanik, Feinmechanik oder Fallenstellenprobe, könntest du nochmal auf zwergische Fallen mal prüfen. Aber wenn dir die Kulturkunde Zwergen fehlt, dann ist sie um 3 Punkte erschwert. Egal, ja, was du mir anbietest. Was findest du das passendste Talent von all denen? Das kannst du dir auch so. Schauen wir mal. Feinmechanik von der Handwerk, ne? Handwerk, Wissen oder Natur. Ich werde um 3 ist es, weil ich keine Zwergenkunde habe. Richtig. Dann versuchen wir es für Feinmechanik. Immer tastet sanft mit seinen Fingern da oben drauf herum und schaut und... Ich habe nur das Falsche gewürfelt. Was ist los mit mir heute? Feinmechanik, direkt da runter. Ja, aber... Das ist wohl heute nicht sein Tag. Ja, auch du findest nichts, keine Einschlüsse, nichts, was auf eine Falle hindeutet. Ja, ich sehe nichts. Sagt er, steigt dann wieder vom Schemel runter, stellt den Schemel dann wieder hier so irgendwo hin, dass ihm keiner im Weg steht. Geht so ein bisschen hier hin, geht dann nochmal kurz zu Jalan. Ja, das Ding sieht aus wie, keine Ahnung, das ist doch nicht normal, oder? Vielleicht sollten das die Magier lieber gutachten. Und, die Magier sollten alles hier begutachten, bevor wir es anfassen. Und stellt sich dann hier hin. Wartet an diesem Tisch, was jetzt hier so passiert, um aber auch vor allem der Erste zu sein, der notfalls an der Tür ist. Guckt mal nach, wenn hier auf dem Tisch irgendwas ist, tut er so, als wenn er mal so darüber guckt, um zu gucken, ob er irgendwas ist, was davon jetzt hier nicht wieder anfassen will, sondern wo es aussieht, als wenn er damit vielleicht gearbeitet hätte und hält diese Tür im Blick vor allen Dingen. Ja, der Zwerg hatte da eben an so einer Schuhschachtel rumgespielt, irgendwie grüne Lederstiefel. Soll er machen. Die Magier können sich mittlerweile auch wieder losreißen von ihren Utensilien, das, was sie da immer gefunden haben. Dann würde ich mal die Jerodin treten. Ihm so halb über die Schulter gucken auf diese Puppe. Auf dieses Geschöpf, was innerhalb dieses Sarges liegt. Schaut da lieber nicht rein.
geht doch lieber zu den Zwerg herüber und heft ihn bei diesem Schrank aus. Vielleicht liegt unser Ziel dort drin. Nun gut. Dann würde ich zum Zwerg rübergehen. Und einem... Hier, seht ihr es? Der Schrank. Wir sind uns relativ sicher, dass oben und an den Seiten keine Fallen sind. Ich will doch einmal kurz dahinter blicken. Wie schwer ist der Schrank? Ist der bewegbar oder nicht? Es ist ein massiver Eisenschrank. Okay, ich drücke mein Gesicht mal so an die Wand. Kann ich hinter den Schrank gucken oder steht er genau bündig an der Wand? Ja, der ist relativ bündig. Mit einer guten Sinnschärfeprobe würdest du da vielleicht auch durchgucken können, irgendwie ein Lichtstrahl, aber also er ist relativ bündig. Kannst du ja jetzt nicht von hinten an oder so. Ja, ich sehe Licht auf der anderen Seite, aber sonst nichts. Müsste vielleicht was Magisches sein. Sonst sieht er gut aus. Ich würde mich auf den Schrank konzentrieren und einen Odem wirken. Mit Zeit lassen. Denk dran, 12 Punkte der Schwernis. Ja, denk an deine Metallrüstung. Richtig, also, genau. Du hast plus, die Söldnerrüstung an. Plus 8 also. Minus 4 plus 8. Plus genau. 12 und plus 8. Ja. Odem Arcanum Senserei. Weht da ein Hauch von Zauberei. Und er gelingt. Dieser Schrank ist magisch. Definitiv. Nun. Nee, wahrscheinlich alles hier. Vielleicht solltet ihr diesen Schrank untersuchen. Ich bin momentan etwas behindert. Gib doch mal 2d6. Durch dieses ganze Eisen. Wie viele HP hat eigentlich noch immer? Schauen wir schon. Nicht mehr so viel. Nee, ich habe einige ausgegeben. 10 habe ich stehen hier. 10. 1W20 hinterher, 9 ASP weniger, also ist er umsonst. Und nichts passiert. Wie gesagt, Amelalaus, vielleicht solltet ihr euch diesen Schrank etwas genauer angucken. Nun, ich muss zugeben, ich habe noch niemals eine solche Apparatur gesehen. Ein Eisenschrank? Ein Eisenschrank schon, doch kein gefertigt von Angriff schieben. Das ist auf jeden Fall gute Schmiedearbeit, aber was das Magische angeht, da müsst ihr uns die Antworten liefern. Hat dieser Eisenschrank eigentlich ein Schloss oder eine erkennbare Öffnung? Ein Schloss, ja. Dann solltest du vielleicht auch dich deiner Hellsicht auf dieses Schloss konzentrieren. Also gut. Was sagt ihr, ist der Schrank magisch oder? Der Schrank das ist magisch. Nun verstehe. Dann möchte ich doch selber auch einmal einen Odem wirken. Und ich lasse mir auch Zeit dabei. Ja, da gehe ich auch auf Odem Arcanum Senserei, zeigt mir einen Hauch von Zauberei. Ja, auch für dich das Gleiche, er ist magisch. Das ist wahrscheinlich irgendeine Falle. Ich konzentriere mich vor allem natürlich aufs Schloss. Wie kann ich ein bisschen sehen, wie, wo das fokussiert ist, die Magie? Wahrscheinlich Auslöser im Schloss, wenn du versuchst, das Ganze zu knacken. Entweder mit einem profanen Schlüssel oder einem profanen Dietrich oder mit einem misslungenen Vorrahmen, dann könnte diese magische Sicherung ausgelöst werden. Verstehe. Nun, auf jeden Fall liegt dort auch eine Falle, magisch gesehen, auf dem Schloss. Beherrschte denn den Kantus des Foraminor? Ich habe ihn gelernt, doch nie wirklich geübt. Es gab wenig Situationen, wo ich irgendwo einbrechen musste. Gibt es hier Schränke, also mit Schubladen? Ja, wirst du hier sicherlich finden, klar. Vielleicht sollten wir erstmal uns umgucken, ob nicht vielleicht der Schlüssel für diesen Schrank hier im Raum versteckt ist. Aber ich dachte, wir sollten nichts anfassen wegen diesen ganzen magischen Dingen. Wer weiß, wo das Ding ist. Wenn in dem Schrank eine magische Falle ist, können wir es uns wohl kaum leisten, irgendwas hineinzustecken. Also seid euch besser sicher, wenn ihr ihn findet. Ich schaue mal, aber ich fasse hier nichts freiwillig an. Machen wir auch mal die Suche. Gut.
Ich schaue mal unter die Tischplatten. Von den drei Tischen, die dort im Raum stehen. Ja, du kannst dich gerne umsehen. Würfel mir mal bitte eine verborgene, also in die Box, Sinnschärfe. Immer zieht aus einer seiner Taschen einen noch geschlossenen Schwadenbeutel und hält den erstmal in der Hand, falls man irgendwie Nebel braucht, falls schlimme Dinge passieren, wie ganz viele Wachen. Ja, Abelmir tastet sich so ein bisschen herum. Du kannst dann noch erkennen, wie da wohl in einer der Ecken ein Käfig steht, abgedeckt mit einem Tuch. Ziehst du mal ein bisschen beiseite. Oh, da ist ein Ikanaria-Schmetterling für Forschung. Das hast du schon gelesen, dass Galotta sich wohl sehr für diese Tiere interessiert. Das sind natürlich unglaublich hübsche Tiere, aber wenn du dann den Vorhang, also die Abdeckung wieder beiseite drüber tust und mal unter diesem Käfig schaust, wirst du da dann einen Schlüssel finden. Ob der passt, weißt du nicht. Ja, ich habe etwas gefunden. Seht her. Halte diesen Schlüssel halt so hoch. Sag es nochmal. Seid euch besser sicher, bevor ihr den dort hineinsteckt. Nun ja, welche Möglichkeit haben wir sonst, diesen Schlüssel zu probieren, außer ihn ins Schloss zu stecken? Abdulon, kannst du da vielleicht was sehen? Du kennst dich doch mit Schlössern ein bisschen aus, oder? Kann ich machen. Er kommt auf dich zu, drückt dir so einen kleinen Lederbeutel in die Hand. Das ist ein Schwadenbeutel. Wenn du ihn aufmachst und wohin wirfst, dann wird das den ganz viel Nebel produzieren, falls wir irgendwie Nebel brauchen. Hier oben? Eigentlich ist das, hier oben ist die Öffnung. Du kannst einfach oben sozusagen dieses, das ist mit so einem kleinen, mit so einer stabilen Doppelschleife zugemacht. Wobei man sieht, dass jetzt keine Doppelschleife mehr drin ist, sondern noch eine Einfachschleife. Einfach oben die Schleife aufziehen und dahin werfen, wo du willst, dass ein größerer Bereich in Nebel erstickt. Gut. Machen Sie den Schrank auf. Das kann praktisch sein, wenn wir hier rauskommen müssen und an den Wachen vorbeikommen müssen, falls es einfach zu viele werden. Ich schau mal. Übernimm seine Position an der Tür. Ich reich dir den Schlüssel. Mal schaut den Schlüssel an. Was soll ich damit? Aufschließen könnt ihr selbst, da kann ich auf Sicherheitsabstand gehen. Vielleicht seht ihr, ob dieser Schlüssel zum Schloss passt. Immer schaut sich den Schlüssel in deiner Hand an, schaut sich den Bart an und schaut dann, ob er hier irgendwo ein paar, paar dünne Stahlstäbe oder irgendwas halbwegs Stabiles, womit man sozusagen, wenn man abtastet, auch sozusagen ein Feedback bekommt. Also sprich, ein Draht oder so etwas massiv genug ist, was nicht sofort instant komplett nachgibt, aber was doch leicht biegbar ist. Wirst du bestimmt finden, klar. Ja, dann nimmt er es in die Hand und tastet damit innen drin das Schloss, um zu gucken, ob der Bart ansatzweise passen könnte oder ob das ein ganz anderer Bart ist, der da rein muss. Ist das eine Schlösserknackenprobe, um das einzuschätzen? Er will nämlich noch nicht anfangen, innen drin Dinge zu drehen oder zu manipulieren, sondern wirklich, also er, normalerweise ist er zum Schlossknacken. Es geht jetzt um die Dicke des Bartes. Genau, und auch die Anordnung der Zacken so halbwegs, ob das ungefähr passen könnte oder ob man da merkt, nee, also das hat innen drin eine ganz andere Zackung. Der Schlüssel wird überhaupt nicht passen können. Dann gib mir mal eine Theorieprobe, so klinnen und dann mit dem Wert von Schlösser knacken. Beziehungsweise, es ist auch Finger. Gib mir mal eine ganz normale Schlösserknackenprobe, weil da ist auch natürlich Fingerfertigkeit drin. Ja, damit hätte er wahrscheinlich das Schloss aufbekommen, aber immer testet erstmal und tastet mit dem Draht immer wieder Stück für Stück ab. Man sieht dann, wie er den Draht links und rechts in der Hand dreht und man hat vielleicht das Gefühl, wenn man keine Ahnung von Schlösserknacken hat, dass das für das Schlösserknacken ist zu tun. Und das ist, was er tut. Also du gehst davon aus, dass das wohl einer von vielleicht mehreren Schlüsseln ist. Also es ist ein zwergischer Schlüssel, passt da wohl zu diesem Schloss. Das könnte der wohl sein. Zumindest, also du guckst so ein bisschen durch den Raum, tastest mal an dem Käfig herum. Das ist ein sehr einfaches Schloss, kann man einfach so öffnen. Auch dieser Sarg, vor dem Jirudin Yalan stand, auch der ist nicht so komplex. Und der Schlüssel, den du in der Hand hast, der ist wirklich zwergischer Natur, könnte man so sagen. Also das scheint mir sehr gut da reinpassen zu können, sowohl von der Auswuchtung als auch von der Art her. Ich glaube, dass es ein zwergisches Schloss ist und das sieht mir auch aus wie zwergische hier Arbeit. Das scheint mir zu passen. Also verglichen zum Beispiel mit dem Schloss da hinten an diesem Ding, wo dieser Schmetterling drin ist, das ist zum Beispiel ein ganz anderes Schloss. Also definitiv kein zwergisches Schloss von ihrer Machart her. Und da würde ich auch nicht so einen Schlüssel zu erwarten. Nun gut, ich vertraue eurem Urteil. Ich vertraue euch. Und ich sehe, wie sich gerade wegbewegst. Ich vertraue nur nicht der magischen Falle, dass die mir vertraut.
Gut, ich stecke diesen Schlüssel in dieses Schloss. Es knackt. Und die normale Schließrichtung ist hier, glaube ich, nach links zum Öffnen. Ich drehe ihn also einmal nach links. Eine volle Drehung. Du möchtest ihn also öffnen? Ja. Gut. Es kommt natürlich darauf an, wo die Tür ansässig ist, ob die nach links oder nach rechts öffnet. Davon ist das natürlich abhängig, in welche Richtung er aufsteht. Aber ja, du kannst es einmal knacken lassen. Der dreht sich im Schloss und du könntest die Tür aufschwingen lassen. Ziemlich massiv. Gibt es Griffe zum Öffnen oder muss ich am Schlüssel ziehen? Nee, klar, es gibt auch noch Griff, da kannst du dann dran ziehen und dann die Tür aufschwingen lassen, ja. Dann würde ich, ist eine Doppeltür, ich mache mal aus, die beiden Doppeltüren vollständig öffnen. Mhm. Auch hier allerlei magische Metalle, auf den ersten Blick unreines Mindorium, auch noch eine weitere Formel, die wohl daneben liegt, wo du dann aus Mindorium Quecksilber machen kannst oder umgekehrt. Zumindest müsste man sich diese Formel mal durchlesen. Und ein Stab. Etwa 4 Spannen lang, in einer Holzkiste gebettet aus Mahagoni. Ja, ist ein schwarzer Stab und du kannst darauf sehen ein glotzendes, fleischiges Auge, was dich anstiert. Ich habe das Artefakt gefunden, fürchte ich. Fasst es lieber nicht an. Wartet kurz. Blinzelt auch ein paar Mal. Man kommt aber auf Jalan zu, bevor er losgeht. Hält ihn am Arm fest. Ich habe irgendwie ganz unruhiges Gefühl bei diesem Ding in diesem Sarg. Passt auf damit. Halte das Ding immer im Auge, wenn er damit agiert. Das sieht aus, wenn es jederzeit aufwachen könnte oder so. Na gut. Nur, dass ihr die Waffe bereithaltet, meine ich, ihr seid unsere stärkste Kampfkraft. Ich ziehe dann auch mein Schwert einfach schon mal und komme zu den Magiern. So, ihr habt es? Ich habe es noch nicht angefasst. Es schaut verdächtig danach aus, dass es dass der Gegenstand ist, den wir suchen. Haltet ihr solltet Handschuhe... Ach, ihr habt ja eh noch eure Panzerhandschuhe an, gehe ich mal von aus. Panzerhandschuhe habe ich nicht dabei, nein. Also, oder du bist Handschuhe hast du dabei? Die Kletterhandschuhe hatte die irgendwo. Hast du dir einen Gürtel gehängt oder so? Richtig. Ihr solltet eure Handschuhe benutzen. Ihr wisst, was passiert das letzte Mal, als ihr ein unheiliges Artefakt angefasst habt. Ich zieh mal meinen rechten Handschuh schon mal über die schwarz gewordene Hand. Ich glaube nicht, dass es helfen wird, aber Unvorsicht ist wohl besser als Nachsicht. Das ist ein leises Flüstern, was von dem Stab ausgeht. Wie eine Verbindung, eine Matrix von dem Auge zu dir aufgebaut wird und das direkt in deinen Geist starrt, in dein Herz hinein. Der Heilige Gilborn uns gnädig sein, wenn das schief geht. Nicht und dann greife ich den Stab. Blackerat. Mit mir wirst du alle Geheimnisse erfahren. Alle. Schließ dich mir an. Gib meiner Rache nach, dem Verlangen. Du brauchst sie nicht. Sie sind schwach.